Als nächstes geht es um den FSV Mainz 05. Auf dem Platz war es eine katastrophale Leistung im letzten Jahr, fand ich. Beim 05 und beim 08 gegen Leipzig stellte man die höchste Heimniederlage und die höchste Auswärtsniederlage der Clubgeschichte in der Bundesliga auf. Also das in diesem Jahr und 65 Gegentore, das gab es seit etwa einem Jahrzehnt nicht mehr. Also es war wirklich nicht stark und man hat ja auch lange gezittert und Mainz 05 war lange aus meiner Sicht ein Abstiegskandidat. Neben dem Platz waren die Spieler auch keine Identifikationsfigur für die Fans. Sie schwänzten die Sprachstunden, verpassten das Training und Achim Bayerlotzer wurde sogar einmal der Handschlag verweigert. Also kein Charakter auch neben dem Platz. Das kam natürlich auch bei den Fans blöd an. Mainz 05 hatte die wenigsten Auswärtszuschauer. Mainz 05 war auch eine ballbesitzschwache Mannschaft. 44,5% Ballbesitz. Da gab es nur ein Team in der Bundesliga, nur zwei Teams in der Bundesliga, die weniger Ballbesitz hatten. Also es war kein tolles Jahr. Schauen wir mal auf den Kader. Da haben wir mit Robin Zentner einen Torwart, der 25 Jahre jung ist. Für einen Torwart eigentlich ein sehr, sehr gutes Alter. Mit Damen und Hanin hat man dahinter zwei 22 Jahre junge. Das ist auch nicht schlecht. Bei Müller wurde ja nach Freiburg verliehen. Müller hatte in der letzten Saison am Anfang zwei schwache Spiele. Darauf kam Zentner, der hielt Bären stark. Am Ende kam dann zwar wieder Müller, aber ich glaube langfristig hat man sich dann doch für Zentner entschieden, was wahrscheinlich auch ein Grund war, warum Müller ging. Und im Jahr davor war ja Müller auch verletzt, da hatte auch 17, 18 Zentner auch schon Einsätze. Gut, schauen wir zur Innenverteidigung. Niakate, finde ich ein sehr starker Innenverteidiger, hatte in den letzten zwei Jahren nur zwei Spiele verpasst. Darum ist er gesetzt, hochwahrscheinlich. Sojesté ist aus meiner Sicht auch gesetzt. 36 km/h schnell, damit war er der schnellste Innenverteidiger der Bundesliga. Luca Kilian, ich weiß, ich darf ihn nicht unterschätzen. Er ist noch jung, hat schon Bundesliga-Erfahrung und könnte auch den Durchbruch schaffen. Aber aus meiner Sicht, ich glaube nicht, dass er es schafft. Aus meiner Sicht hat er ganz klar nur Zweitliganiveau. Alexander Hack ist sehr zweikampfstark. Lavallee könnte auch noch den Durchbruch schaffen. Stefan Bell, naja, sei dahingestellt. Auf der Linksverteidigung Brosinski, 3,91 Torschussvorlagen pro 90 Minuten. Nur Nkunku war besser. Und ja, ich finde, er ist auch ein wirklich starker Linksverteidiger. Hatte 26 Einsätze, auch ein paar Scorerpunkte. Aaron Martin hatte nur 22 Einsätze und keine so gute Leistungen. Darum habe ich mich für Brosinski entschieden. Und auf der Rechtsverteidigerposition hat man Ridley Baku. Sehr jung, sehr stark. Und darum aus meiner Sicht gesetzt, ist vielleicht eher ein Mittelfeldspieler, aber da ist man ja schon sicher mit Kunde Malong und Daniel Latzer besetzt. Darum Baku auf der Rechtsverteidigerposition. Im Mittelfeld hat man Kunde Malong und Daniel Latzer, wie gerade gesagt. Kunde Malong ist aus meiner Sicht der spannendste Spieler bei Mainz 05, ist sehr jung, ziemlich stark, ja, und muss aus meiner Sicht gesetzt sein. Daniel Latzer ist 30 Jahre alt. Er ist und bleibt Kapitän, auch wenn zwischenzeitlich an ihm gezweifelt wurde. Ich zweifle immer noch an ihm. Aus meiner Sicht ist vielleicht sogar fast Barreiro besser. Daniel Latzer bringt zwar Erfahrung mit, aber spielerisch ist er jetzt nicht mehr so stark. Fernandes hinter Malong hat für mich total enttäuscht und ja, ist darum überhaupt keine Option für die Startelf. Vielleicht verbessert er sich nach dem komplizierten 3-Jahres-Transfer, womit ich aber nicht unbedingt rechne. Im offensiven Mittelfeld ist Robin Quaison für mich gesetzt. Er hatte 13 Tore. Der zweitbeste Spieler bei Mainz hatte nur 4 Tore. Also er ist extrem wichtig für Mainz. 60% seiner Tore macht er übrigens in der Ferne. Man muss halt auch ganz ehrlich dazu sagen, Quaison ist kein Vorlagenspieler, er legt wenig Tor für die Gegner auf, aber dafür trifft er und das ist ja auch sehr wichtig. Dahinter haben wir Dong Won Ji,
Und dessen Transfer, also ich verstehe das nicht so ganz. Dong Wonchi ist 29 und schon lange aus dem Talentalter raus und er hatte, nachdem er 2019 kam, nur 4 Einsätze und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass er noch besonders viel zeigt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich verstehe den Transfer 2019 nicht so ganz. Vielleicht hat man sich mehr von ihm erhofft. Links für mich Boetius. Ja, da ist auch Quaison eine Option. Hat er wahrscheinlich eher gespielt, aber ich finde, Boetius ist einfach auf der linken Seite besser aufgehoben. Boetius hatte 2 Jahre mit 13 Vorlagen. Das war wirklich stark. Aber Issa hatte eine gute Vorbereitung und könnte vielleicht vorne reinrücken. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht sogar sich einen Stammplatz ergattert oder beziehungsweise einige Einsätze bekommt. Rechts, Levin Öztunali, ist auch ziemlich stark. Und vorne natürlich schon Philipp Mateta, der Stürmer von Mainz 05. Spannend mit Cam Onisivo. Denn 17-18 war Onisivo der bessere Stürmer. 18 Tore, 18 Spiele, 3 Tore und eine Vorlage hatte Jean-Philippe Mateta damals und Onisivo war dann der etwas bessere. Aber letztes Jahr, 18-19 dann, war dann Jean-Philippe Mateta der bessere. Darum würde ich Mateta setzen und dahinter gibt es noch den guten alten Salay. Ach ja, zur rechten Seite wollte ich noch kurz sagen, Lewis Öztunali hatte 17, 18 eine wirklich schwache Saison. Jetzt, letztes Jahr ging er halbwegs, aber Burkhardt finde ich auch sehr, sehr stark, ist ja auch noch jung und könnte auch da vorne noch reinrücken und zum Stammspieler werden. Gut, das Interessante und Gute an Mainz 05, sie sind extrem breit besetzt. Sie hatten wirklich viele Abgänge, aber haben trotzdem einen sehr starken Kader. Und was ich unglaublich interessant finde, in europaweit gibt es nur 2 Teams, die mehr Kaderplätze an selbst ausgebildete Nachwuchsspieler verteilen und das sind Bilbao, Atletico Madrid und Manchester United. Das sind die einzigen Teams, die mehr Kaderplätze verteilen. Also das ist gut bei Mainz. Man will auch eine neue Hierarchie und mehr Disziplin, aber für mich zählt trotzdem Mainz 05 zu einer der Abstiegskandidaten. Niakate hatte zwar in den letzten 2 Jahren, das war zum Beispiel nur 2 Spiele verpasst, finde ich aber trotzdem kein allzu starker Innenverteidiger. Und es gibt, glaube ich, andere Teams, die besser sind. Also Mainz 05 spielt irgendwo unten mit, denke ich mal.